Ey, hallo. So, jetzt müssen wir anfangen, auch mal ein bisschen zu arbeiten hier, nicht wahr? Ja, mit Azimut können wir nicht mehr reden. Wir müssen irgendwie noch ein Foto von uns machen und wir müssen auch noch ein Behältnis für Luft kriegen. Ist so ein Benzinkanister? Nee, da ist ja Benzin drin. Künstlersilbe müssten wir theoretisch noch finden und Zeitensilbe. Ja. Wenn ich... Keine Ahnung, wo die Künstlersilbe sein soll, ne? Aber wenn ich nach einer Zeitensilbe suchen würde, gehe ich einfach nochmal zu diesem Denkmal. Vielleicht ist da ja was. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist ja beim Denkmal was. Ich kann es nicht sagen, aber ich guck mal rein. Ah. Das Spiel macht mich fertig, aber auf eine gute Art und Weise. Jo. Treppenstraße. Tipi-tapi-toppi. So, Gedenkstätte. Hier würde ich nach einer Zeitensilbe suchen. Wenn ich denn müsste. Es soll der Grundsteinleger der Stadt sein. Ein großer Kämpfer, der zu seiner Zeit die meisten Butzuk ausgelöscht und die Überlebenden unterworfen hat. Nee. Was habe ich denn neu? Ich habe einen Deckel und ein Benzinfass neu. Habe ich irgendwas, was brennen muss? Wer will denn Benzin haben? Gutzugtafel. Zur Erinnerung an unsere in der großen Schlacht gefallenen Butzu-Brüder. Und das ist das mit dem Iskjib? Diese Huldigung der verschwundenen Butzuk ist auf Morphoplastok. Iskjib! Ja. Ich versuche. Ein Deckel. Brauche ich für irgendwas einen Deckel? Ah! Und diese. Einen Flaschenöffner habe ich theoretisch auch. Den habe ich noch mit nix benutzt. Lotto ist Schwindel. Ja, da magst du recht haben. Doch, die hören. Kann ich den mit Benzin übergießen und anzünden? Weil er so frech zu mir war? Nee. Ich hätte theoretisch auch den Knopf vom Teddybären noch. Also, lose Enden, die wir jetzt gerade noch haben, ist auch noch eins dieser losen Enden, ist dieser komische Club, wo man nur geil gekleidet rein darf. Entfremd in dieser Stadt. Erzählen wir, wie man hier lebt. Ja, das haben wir ja schon. Dann gibt es ja diese Bestie. Dann gibt's den Gaffer. Turbozon, Deckel, Passbild. Nee. Ich bin schon froh, dass ich überhaupt in dieses Haus da reingekommen bin neulich. Ist, warte mal, was ich machen kann, ist das hier. Habe ich das schon mal gemacht? Ja, bestimmt. Vor 3 Minuten. Ja, würde ich auch gerne, Woodruff. Glaub mal. Kann ich den Deckel hier mit dieser Nussauslage benutzen? Nein, kann ich nicht. Na gut, ich gehe nochmal in den Nusshändler rein. Dieser Händler sagt mir, er habe seine letzte Haselnuss an einen gewissen Ernst Blinzt verkauft. Okay. Apropos Ernst Blinz, kann ich mit diesem komischen Virtual Reality Kram noch irgendwie was machen?
Ah! Ich hab doch keine Ahnung. Ich meine, ich könnte... Warte mal, ich packe jetzt erstmal hier, genau. Ein bisschen Geld rein und kriege noch ein bisschen mehr. Dann das hier. Egal, nochmal. Ja. Und nochmal. Ich will auf jeden Fall ein bisschen Geld haben jetzt. Oh, Woodruff. Habe ich irgendwas übersehen? Ich gehe jetzt nochmal runter und mache nochmal die Runde hier. So. Ich speichere jetzt aber mal. Turm der virtuellen Reise. Gebe ihm Geld. Und dann warte ich mal ab, dass das Ding mich tötet. So. Gehen wir mal rein. Okay, ich habe nichts gedrückt. Beim letzten Mal habe ich einen Linksklick gemacht und ich dachte, das würde den Schuss getriggert haben. Nix. Ja gut. Du gewinnst da automatisch. Ah. Ich habe Benzin. Aber ich will auch niemanden mit Benzin übergießen. Was ich mir vorstellen... Warte mal. Zeitenweiser. Und ich habe Benzin gekriegt und da ist so ein Zeitenblitz. Ich kann ja mal gucken, ob ich hier Benzin in dieses komische Ding da reinschütten kann. Weil die haben ja immer gesagt, Wasser ist okay, aber was haltet ihr mal von was Härterem? Die Zeitsilbe, genau. Da schmeiße ich jetzt mal ein bisschen Benzin rein und dann gucken wir mal, was passiert. Scheint in perfektem Zustand zu sein. Mit ein bisschen Wasser müsste sie laufen. Nächster Wasser. Bruder, wir hauen jetzt mal einen richtig raus. Ich nehme Benzin. Okay, funktioniert nicht. Schade. Ah. Ah. Trockenbrunnen. Können wir den Trockenbrunnen zu einem Nassbrunnen machen? Dann holen wir uns da Wasser raus. Trockengelegter Springbrunnen. Ein Tropfen Wasser. Aber dafür gibt es eine Menge guter, fetter Erde. Ich kipp da mal Benzin rein. Nee, warte mal, ein Müllsack. Ein Tropfen Wasser. Aber dafür gibt es eine Menge guter, fetter Erde. Na! Ah! Was ist mit Benzin? Ein Tropfen Wasser. Ja. Buzuk-Tempel. Und dass er hier auch noch so exponiert vor der Tür steht, ne? Ja. Geschmacksweise, da kommen wir nicht rein. Gesundheitsweise kommen wir auch nicht rein. Zeitenweise. Ja. Der hat ja die Nummer hinterlassen und wir kommen ja theoretisch da oben in den Saal. Oder habe ich hier irgendwie einen Weg übersehen? Kannst du auch haben, ne? Thronsaal. Komme ich in den Thronsaal rein? Ratsaal und Thronsaal. Zixto Drublatz.
Okay. Ja, stimmt. Dann haben wir das noch nicht gemacht. Zixdo Drublatz. Okay. Ja, das wäre einfacher, wenn ich diese Dinger hier in der normalen Schaltfläche hätte. Jetzt muss ich so immer nachgucken. Zig. Sto. Dru. Blatz. Wo ist ein Blatz? Kommen Sie rein, aber putzen Sie sich die Treter vorher ab. Gerne. Schlachtszene und der Weise der Kraft und seine Wohlbeleibtheit der Sultan. Okay, dann gucken wir da mal gleich rein. Na? Letzter Part nur 11 Minuten, scheiße, wa? Vielleicht ziehe ich das ja zusammen, gucken wir mal. Liste mit Zauberformeln, die nehmen wir mit. Ich glaube, hier sind wir richtig. Jo. Liste mit Zauberformeln. Können wir die auch lesen oder ist das... Alter, hier drei Kisten hintereinander, ne? Hauptsache nichts wird dreckig. Das verstehe ich alles nicht. Aber okay. Hier ist der Weise der Kraft. Ich nehme an, edler Würdenträger, dass Sie der Weise der Kraft sein müssen. Leider habe ich nicht mehr Kraft als ein gewöhnlicher Sterblicher, seitdem ich meine Energiesilbe verloren habe. Haben Sie eine Idee, an welchem Ort sich Ihre Energiesilbe befinden könnte? Oh ja, das weiß ich. Sie ist eingesperrt mit dem Staub des unbekannten Butzuk in diesem Tresor, der durch einen Zahlencode geschützt ist. Okay. Gibt es etwas, womit ich Ihnen behilflich sein könnte? Verlorene Mühen. Der Zeitenweise sagt, man müsse in die Vergangenheit gehen, um den Zahlencode bei seinem Besitzer zu suchen. Okay. Ja. Ja, ich habe Ideen. Klar, hat alles was mit dieser Statue da zu tun. Schauen wir mal. Ich nehme an, edler Würdenträger. Ja, okay. Kann ich mir den Wohlbeleibtheit der Sultan? Guten Tag, Eure Majestät. Ich wollte Ihnen sagen, dass Ihr Volk Sie sehr liebt und dass es hofft, Sie bald wieder an der Macht zu sehen. Es ist nicht, dass ich keine Lust hätte, meinem Volk seine Würde wiederzugeben. Und ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Bin noch optimistisch. In der Zwischenzeit, junger Mann, schau, wozu ich verdonnert bin. Mit dem letzten Zahn, der mir bleibt, mein Bier aufzumachen. Was für ein Elend. Bruder, ich habe hier einen Flaschenöffner. Ich meine, so ist ja nicht. Na, guck mal, hier geht's noch weiter. Krass. Warte mal, wo ist... Wo ist der Flaschenöffner hin? Jetzt, ehrlich, Leute, ich hatte doch einen Flaschenöffner. Wo ist der hin? Bin ich jetzt gerade komplett bescheuert? Simut hat mich geschickt, um bei der Realisierung ihrer Wünsche zu helfen. Du kommst im Auftrag Azimuts. Dann werde ich dir eine der wenigen Silben verraten, die der Welle des Vergessens entgangen sind, die die Weisen des Rats erfasst hat. Es ist die Führersilbe. Sie ist Bestandteil bestimmter Putzuk-Mächte. Möge sie dir großen Nutzen bringen. Schuize? Erlauben Sie mir, Majestät, Sie darum zu bitten, vom Schnibbel zu erzählen. Alles fing mit einem feierlichen Vortrag von Professor Azimut an, der das Herannahen eines glücklichen Zeitalters voller Wohlstand für unsere Stadt ankündigte. Das Zeitalter des Schnibbel. Es sei unausbleiblich, wie er im Laufe seiner Arbeiten über die Zeit festgestellt habe. Wie haben die Bürger darauf reagiert? Die Reaktionen waren heftig und voller Begeisterung.
An allen Ecken der Stadt beteuerten Zeugen, sie alle hätten tatsächlich Werke des Schnibbel gesehen. Ich dachte sofort, dies sei gut für mein Volk. Doch dann begann sich die Situation zu verschlechtern. Jeder weiß doch, dass eine Säuberung zunächst schwer zu ertragen ist, bevor man die wohltuenden Wirkungen spürt. Wo ist mein Flaschenöffner hin? Das sind sehr weise Worte. Und wie haben die Machthaber auf solche revolutionäre Worte reagiert? Ein Sprecher der Regierung gab eine Erklärung ab, laut derer der Schnibbel ein Anschlag der Opposition, etwa der Butzuk-Befreiungsfront sei und dass die Regierung nicht tatenlos solchen Manipulationen zusehen würde, seitens einer Handvoll Extremisten. Während der Rede wurde eine Person gesehen, die schwebte, was die Glaubwürdigkeit der Regierungserklärung stark beeinträchtigt hat. Das kannst du mir glauben. Was du da mit deinen Füßen machst, ist super eklig. Erlauben Sie mir, Majestät, Sie darum zu bitten, vom Schnibbel zu erzählen. Alles fing mit einem feierlichen Vortrag von Professor Azimut an, der das Herannahen eines glücklichen Zeitalters voller Wohlstand für unsere Stadt ankündigte. Das Zeitalter des Schnibbel. Es sei unausbleiblich, wie er im Laufe seiner Arbeiten über die Zeit festgestellt habe. So, darf ich ihn nochmal ansprechen? Wie haben die Bürger darauf reagiert? Die Reaktionen waren heftig und voller Begeisterung. An allen Ecken der Stadt beteuerten Zeugen, sie alle hätten tatsächlich Werke des Schnibbel gesehen. Ich dachte sofort, dies sei gut für mein Volk. Doch dann begann sich die Situation zu verschlechtern. Jeder weiß doch, dass eine Säuberung zunächst schwer zu ertragen ist, bevor man die wohltuenden Wirkungen spürt. Das sind sehr weise Worte. Und wie haben die Machthaber auf solche revolutionäre Worte reagiert? Ein Sprecher der Regierung gab eine Erklärung ab, laut derer der Schnibbel ein Anschlag der Opposition, etwa der Butzuk-Befreiungsfront sei und dass die Regierung nicht tatenlos solchen Manipulationen zusehen würde, seitens einer Handvoll Extremisten. Ja, okay, alles klar. Warum ich mir das jetzt mehrfach angehört habe, ist... ich wollte wissen, ob diese ganzen Schriftzeichen auch vom Schnibbel hätten kommen sollen oder nicht. Ja. Formel-Editor. Leute. Das mit dem... Bin ich jetzt doof? Ich finde ihn nicht. Ich hatte doch einen Flaschenöffner. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich einen Flaschenöffner dabei hatte. Auf einmal ist er weg. Okay. Ich gehe jetzt nochmal. Das klingt jetzt sehr blöd, aber ich gehe jetzt nochmal in die Kneipe und hol mir nochmal einen Flaschenöffner. Aus dieser Hosentasche vor diesem anderen Typen. Ja. Mir bleibt ja nichts anderes übrig, ne? Okay. Wo ist schneller? Wow, wow, piep oder virtuelle Reise? Ja, machen wir mal sowas. So. Okay, dann hier rein. So. Und ich hoffe mal, dass er... Ja, danke. Ich hoffe mal, dass ich das Spiel jetzt nicht kaputt gemacht habe. Nein, na? Ich glaube, das ist hier ein Bug mit dem Flaschenöffner. Aber... Ich lasse es einfach mal so, wie es ist. Vielleicht habe ich den auch irgendwo liegen lassen. Wo ich den eigentlich nicht hätte packen sollen. Kann ja auch sein. Dass er jetzt einfach auf diesem Tisch der Könige liegt.
Und ich sag, ja, ja, der ist hier weggebackt, ne? Keine Ahnung. Ich habe im Internet mal geguckt, was mit dem blöden Flaschenöffner ist. Niemand hat eine Lösung für mich. Niemand weiß, was man damit machen kann. Nichts passiert. Das Spiel ist einfach, sollte einfach von niemandem gespielt werden. So. Folgendes. Ich möchte Wasser haben. Wie holen wir uns Wasser? Weiß ich nicht. Gucken wir einfach mal weiter. Ja. Wir haben ja zwei Möglichkeiten. Entweder können wir hier beim Trockenbrunnen rein. Genau. Gehen wir da mal hin. Trockenbrunnen. Ja. Machen wir den Brunnen wieder voll. Oder wir lassen es irgendwo regnen. Aber das ist beides ja irgendwo... Keine Ahnung. Ist beides ja nicht gut, nicht wahr? Ich wollte jetzt eigentlich nochmal in die Königskammer und gucken, ob ich da meinen Flaschenöffner irgendwo liegen lassen habe. Passiert mir ja. Ich bin ja derjenige, dem sowas passiert. Bei mir ist das an der Tagesordnung. Ein Verhalten, das normalerweise nicht gut geheißen wird, aber da passiert. So, gehen wir mal direkt dahin. Kann ich mal die Musik ändern? Nee, kann ich nicht. Ist immer die gleiche. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Ich habe auch mal andere Safe States geladen hier, ne? Da war vorher mein Flaschenöffner auch schon weg. Kein Mensch weiß, was da passiert ist. Ihr wisst es bestimmt wieder, weil ihr besser hingeguckt habt als ich. Naja. Ende war auf einmal. Gehen wir mal zum Thronsaal. Ich habe doch keinen Flaschenöffner. Ich glaube, das hat einfach mit diesen blöden Kisten hier zu tun, nicht wahr? Dass sie da angefangen haben mit Blutzugformeln, aber die waren ja, der war ja vorher auch schon weg. Habe ich den irgendwo hingeschmissen? Nee. Ja. Gibt es hier noch irgendwas, was ich machen kann? Ich war ja hier rechts noch nicht. Oh nö. Speisekarte, okay. Das ist ein altes Rezept, das vom Geschmacksweisen stammt. Da heißt es, für alle Butsuyoli-Bestellungen ist der Kod seines Zimmers K. Platz. Zig. Sto. K. Platz. Zig. Und Sto. Okay. Ja, haben wir das schon mal. Kann ich hier noch irgendwas machen? Turbozon, habe ich hier irgendwas gespeichert? Ratsaal, Thronsaal, Wortweise. Ja, das ist alles Unsinn hier. Hier hast du auch noch so ein Gameboy, aber da weiß ich auch nicht. Ich muss da bestimmt irgendwas eingeben. Aber ich bin gerade überfragt, was. Ich bin mir sicher, dass ich diesem Typen den Flaschenöffner geben muss, weil... er hat's ja gesagt. Er habe keinen Flaschenöffner. Na gut. Dieses gruselige Gelaber hier. Warte mal. Gesundheitsweise, Geschmacksweise. Da wollten wir hin, ne? K. Platz zickst du. Ne, wo? De? Ne, da. Platz. Platz. Platz! Zig! Und Sto! Moin! Sag, Meister, ist das vorzügliche beim König gefundene Rezept von Ihnen? Nein. Noch immer keine Schnapplure und deshalb noch immer keine Butsuyoli. Noch immer keine was? Och Mann, mach es mir doch nicht so schwer. Es wird einfach von Minute zu Minute schlimmer hier, ne? Formel-Editor. Schuiz! Ja. Danke dafür. Ich meine, ich verstehe das System dahinter, ne? Ja. Okay.
mache mal eine Pause, ich weiß es nicht.